Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier in meiner kleinen Technik-Ecke. Heute mit einem Review zu dieser 4K UHD Webcam von Spedal oder Spedal, ich weiß es nicht genau. Das Modell FF931, das könnt ihr euch oben auf euren Monitor beispielsweise draufklemmen. Und die wartet dann mit allerhand, unter anderem auch AI-Features auf. Damit wird geworben. Wahrscheinlich fokussiert die euren Bildbereich, da wo sich gerade das Geschehen im Bild abspielt, fokussiert auf Gesichter und die üblichen Features, die eine Webcam heutzutage so mitbringen muss in diesem Preisbereich. Und ja, was die uns an Features so bietet und was es dazu sonst noch zu sagen gibt, finden wir hoffentlich zusammen im heutigen Video heraus. Los geht's! Das Ganze natürlich im klassischen Design, um das oben auf einen Monitor zu befestigen. Und ja, auch die Verpackung ist ziemlich interessant und auf jeden Fall sehr rot. Das kann man schon mal sagen. Hier gibt es das Benutzerhandbuch und ein kleines Reinigungstuch. Außerdem hier noch ein Hinweis auf die Webcam-App für Mobilgeräte anscheinend. Damit können wir auch noch zusätzliche Einstellungen wie zum Beispiel Filter, Bildausschnitte und viele weitere Bearbeitungsfunktionen anscheinend nutzen. Hier hinten habt ihr den QR-Code, den ich jetzt aber mit meinem Finger leider verdeckt habe. So, hier mal eben das kleine Benutzerhandbuch. Fängt auf Chinesisch an, aber auf der Rückseite zumindest auch schon mal auf Englisch. Dort seht ihr die technischen Daten und zum Beispiel hier unten auch die Tatsache, dass wir für die 4K-Auflösung eine USB 3.0-Verbindung auf jeden Fall brauchen. Hier die Bestandteile der Webcam und ein kleines Dreibein-Objektiv gibt es übrigens auch noch dazu. Außerdem eine Fernbedienung, mit der wir Zoom und einige weitere Basisfunktionen steuern können. Ja, hier das Aufsetzen auf einen Monitor und das Installieren der Webcam-Software auch unter Windows für zusätzliche Funktionen. Die sollte natürlich auch mit Bordmitteln, zumindest unter Windows, problemlos laufen. Aber ich denke mal, das ist ähnlich wie mit dieser App hier, die ich euch gerade zeigte. Da gibt es dann wahrscheinlich noch zusätzliche Filtereinstellungen und weiß was ich nicht, noch alles schön gedönst. Schauen wir uns gleich auf jeden Fall live an. Hier haben wir erstmal das kleine Dreibein-Stativ und außerdem einen USB-A auf USB-C-Adapter. Damit können wir die Kamera nämlich auch an Geräten betreiben, die nur noch USB-C-Anschlüsse haben. Soll es ja geben. Das hier ist die sehr spartanisch ausgestattete Fernbedienung zum Zoomen für die Helligkeitseinstellung und um das Mikrofon stumm zu schalten in dieser üblichen dünnen Form mit Knopfzelle als Stromquelle. Und hier haben wir dann das wirklich ziemlich massive Dreibeinstativ. Das wirkt auf jeden Fall interessant mit Kamerastativgewinde hier oben, kleinem Gewindekopf, der sich hier lösen. Achso, der war schon gelöst. Verstellen und wieder festziehen lässt. Zum Beispiel so etwas schräg, genau. Und ich kann das tatsächlich auch ausziehen, glaube ich. Mal eben schauen. Ja, hier in zwei Stufen kann ich das auf ungefähr 15 cm, würde ich sagen, ausziehen. Das wirkt auf jeden Fall alles ziemlich solide und stabil und hat auch einen guten Stand auf dem Tisch. Wenn wir unsere Kamera nicht auf den Monitor platzieren wollen oder können, dann wird die auch hier drauf sicher Stand finden. Ja, und da ist sie dann, die Spedal FF, was steht da hinten drauf? FF931, genau, das stand ja auch schon eben auf der Verpackung drauf. Standardmäßig 1,5 Meter langes Kabel, mündet hier auf den USB-A-Stecker, aber könnt ihr, wie gesagt, hier mit dem Adapter auch an USB-C-Anschlüssen verwenden. Flaches, sehr breit gestrecktes Design auf jeden Fall und an der Front haben wir dann ein bisschen Klavierlack, Optik, Spedalaufschrift und 4K-Konferenz-Webcam. Ja, damit wir auch alle wissen, worum es sich hierbei handelt und das niemals vergessen. Stereo-Mikrofon links und rechts und ja, hier unten haben wir dann die Monitorbefestigung. Das wird hier vorne einfach über die Monitorkante drüber gehakt. Ist vielleicht ein bisschen dick für sehr schmalrandige Monitore. Muss ich gleich mal bei meinem ausprobieren. Der ist auch sehr schmal am Rand. Das hier unten kann auch nochmal gekippt werden. Das wird dann von der Rückseite von hinten gegen den Monitor gelehnt und kann, ja, je nach Winkel, je nachdem wie der Monitor verarbeitet ist, das Gehäuse, kann das da schön angelehnt werden. Schönes kleines Detail. Hier unten befindet sich dann das Kamerastativgewinde wieder dran, womit wir das zum Beispiel hier an das mitgelieferte Stativ schrauben können oder natürlich auch auf jedes andere Kamerastativ. So, das können wir hier vollständig ausklappen und die Kamera selber, die können wir hier ziemlich weit sogar hoch und runter neigen. Ja, wirklich sehr weit. Man kriegt sie hier im rechten Winkel praktisch den Monitor runtergeneigt. Kann sogar theoretisch seinen eigenen Monitor damit filmen, auf dem Kopf zumindest. Und drehen können wir die natürlich auch.
indem wir die hier tatsächlich im 360-Grad-Bereich komplett rumschwenken können. Also bewegungstechnisch schon mal sehr flexibel. Nach oben geht es nicht so sehr weit wie nach unten, aber das sollte auch in den meisten Fällen nicht möglich sein. Was ich auf den ersten Blick ein bisschen vermisse, ist eine Hardware-Verschlussmöglichkeit. Hier lässt sich leider nichts zuschieben, zuklappen oder irgendwie anders das Objektiv dauerhaft und wirklich hackersicher verschließen. Da müssen wir dann einen Lappen drüber hängen oder, ja, wie gesagt, den hier machen. Das Ganze ganz einfach runterbiegen auf die Art. Ich würde sagen, ich hänge das jetzt mal auf meinen Monitor und nehme euch natürlich mit. Los geht's. Das hier ist übrigens ein 32 Zoll Monitor mit ungefähr 5 mm schmalem Rand, würde ich sagen. Und da setze ich das gute Stück jetzt ganz einfach mal hier von vorne dran. Hinten, wie gesagt, das Gegenstück dran gedehnt hier. Das muss man ein bisschen zudrücken, genau so. Dann können wir die Kamera noch ein bisschen nach vorne runter neigen zu uns. Und ja, halten tut sie auf jeden Fall gut und verdecken tut sie ja minimal was von meinem Bildschirm da oben. Ich denke mal, das sollte nicht wirklich relevant sein. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Hier nochmal eben eine andere Webcam dieser ja auf den Monitor draufhängebauart. Auch das ist einer der Topseller in einem der größten Online-Marktplätze aktuell. Ja, die ist ein bisschen kleiner. Die Spedal-Kamera wirklich ziemlich wuchtig. Erinnert so ein bisschen an die, wie hießen sie, PlayStation-Eye-Kameras oder sogar an diesen Kinect-Sensor, den es mal bei der früheren Xbox dabei gab. Ja, so sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Erstmal eben der Anschluss jetzt an einen USB 2.0-Hub. Ansonsten komme ich nämlich mit der Kabellänge jetzt tatsächlich nicht hin. Schauen wir mal, was Windows 10 dazu sagt. Bisher noch nichts. Jetzt noch ein Versuch am allerschnellsten USB 3 Superspeed Anschluss, den ich zur Verfügung habe hier an meinem PC. Da passiert hier unten erstmal nichts. Hier oben ist aber schon eine Spedal 4K Kamera dazugekommen. Deswegen sollte ich die jetzt eigentlich in jeder Videoaufzeichnungssoftware wie zum Beispiel dem OBS Studio auswählen können. Dort kann ich jetzt nämlich hier ein Videoaufnahmegerät hinzufügen. Das habe ich schon getan und kann dann hier als Gerät genau die Spedal 4K Kamera auswählen. Und ja, dann solltet ihr mich hier schon auf der Seite sehen können. Und wenn ich das Ganze jetzt mal hier groß mache und auch noch aktiviere, genau, dann könnt ihr mich auch in groß sehen. So, jetzt habe ich auch noch ein Audiogerät hinzugefügt, die Kamera als Quelle auch da angegeben. Und dann könnt ihr mich auch hören über das Mikrofon. Habt ihr jetzt da oben zentral positioniert, wie gesagt. Ja, und wie ich das von anderen dieser AI-Webcams kenne, ist das jetzt so, wenn ich zum Beispiel aufstehe und mal nach hier hinten gehe, dass die mir eigentlich folgen sollte oder an mich ranzoomen sollte in irgendeiner Art und Weise. Zumindest wenn hier irgendeine Aktion vor sich geht oder sie hier einen Menschen erkennt. Vielleicht tut sie das auch gerade nicht, weil ich hier so halb im Schwarzen stehe. Naja, vielleicht tut sie das auch gar nicht. Und wir brauchen erst die Spedal Software dafür. Von einer ähnlichen AI-gesteuerten Webcam kann ich das nämlich so, ja, dass die dann tatsächlich auf mich gezoomt und fokussiert hat. Teilweise sogar, wenn ich mich wieder hier rangesetzt habe, dann auf mein Gesicht. Das war wirklich praktisch. Das scheint die hier wirklich überhaupt gar nicht leider zu machen. Was mir auch ehrlich gesagt noch nicht ganz so gut gefällt, ist der Weißabgleich. Ich glaube, ich sehe wirklich sehr, sehr überhellt aus im Gesicht. Und ja, ich schaue jetzt mal ganz einfach, ob die Spedal Webcam Software da noch irgendeinen Mehrwert bietet. Die habe ich mir inzwischen runtergeladen und wir starten jetzt mal ganz einfach. Die ist eigentlich ähnlich aufgebaut wie das bekannte OBS Studio. Hier unten rechts könnt ihr zum Beispiel Quellgeräte hinzufügen, wie jetzt ein Videoaufnahmegerät. Ja, und da bin ich auch schon. Hier könnt ihr das Gerät auswählen. Übrigens natürlich auch Videogeräte anderer Hersteller. Das ist, wie gesagt, genau wie in anderen Streaming-Programmen hier möglich. Hier könnt ihr dann den Bildausschnitt kleiner und größer ziehen und so weiter. Sollte ja bekannt sein. Was ich jetzt noch ein bisschen vermisse, wie gesagt, sind irgendwelche AI-Fokus-Einstellungen. Das Licht ist inzwischen ein bisschen erträglicher geworden, liegt aber jetzt nicht daran, dass sich hier irgendwas an der Einstellung verändert hat, sondern vielmehr daran, dass 2-3 Stunden vergangen sind inzwischen und die Sonne anders steht. Sieht jetzt auf jeden Fall besser aus, aber vom Verhalten der Kamera her, ich gehe mal hier gerade auf die Einstellungen, Video konfigurieren. Gut, da habe ich dann hier drüben die üblichen Filter und sowas. Auflösung und Frame-Typ kann ich auch benutzerdefiniert machen. Ja, eigentlich die gleichen Möglichkeiten wie im OBS Studio. Leider jetzt im Moment keine Möglichkeit, hier irgendwie diese AI-Funktion zu aktivieren. Ich stehe nochmal eben auf und gehe mal nach hier hinten zur Seite, wink mal hier rum, aber anscheinend hat die Kamera tatsächlich keine Zoom-Funktion irgendwie oder keine AI-Fokus-Funktion. Das ist schade. Wenn wir hier mal auf die Verpackung schauen, dann sehen wir ja auch, dass es tatsächlich nur AI-Denoising heißt.
Also ja, Rauschunterdrückung im Endeffekt, ein klareres Bild durch AI-Technologie, man weiß es nicht genau. Mit Zoom und Gesichtserkennung und Autofokus und sowas macht die Kamera offensichtlich nichts leider. Da hilft auch die Spedal-Software hier nicht wirklich weiter. Deswegen würde ich sagen, bietet die eigentlich gar keinen besonderen Mehrwert. Und ich kann die auch im Grunde genommen wieder deinstallieren, ehrlicherweise, und benutze mein gewohntes OBS Studio. Wir haben aber natürlich noch die Fernbedienung, mit der wir wenigstens die Helligkeit einstellen können. Das ist schön, wenn ich hier mal eben drauf drücke auf der Fernbedienung. Dann seht ihr ja, dass ich damit so überbelichtete Situationen wie vorhin vielleicht hätte verhindern können. Da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja auch noch die Fernbedienung habe. Ich habe das erstmal softwareseitig irgendwo gesucht. Ja, so sieht das auf jeden Fall schon viel besser aus. Und was ihr auch tun könnt, ist dann hier zoomen. Und zwar in einer, zwei, drei und vier Stufen. Ich glaube, genau, dann geht es schon wieder zurück zur ursprünglichen Größe. Ja, schade, dass da kein stufenloser Zoom drauf ist mit einer Plus-Minus-Taste. Aber ist ja sowieso nur ein digitaler Zoom, der das Bild hier ein bisschen interpoliert. Schade, dass da keine AI-Zoom-Funktionen drin sind. Das fand ich bei einer anderen Webcam dieser Art sehr schön und praktisch, die ich mal getestet habe. Hiermit. Ja, wenn ihr Lippen lesen konntet, dann konntet ihr eben noch was verstehen. Ansonsten eher nicht, denn das war die Stummschaltungstaste. Ja, das soll es auch im Grunde genommen gewesen sein. Mehr gibt es zu der Kamera nicht zu sagen. Ist ein ganz schönes Teil, ist aber ein bisschen unverhältnismäßig hochpreisig angesiedelt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gerade da mir jetzt diese AI-gesteuerten Zoom-Funktionen mit Gesichtserkennung, Körpererkennung und so weiter fehlen. Ja, ansonsten bildqualitätstechnisch ist das in Ordnung, würde ich sagen, für die üblichen Aktivitäten wie Streaming und so weiter. Man möchte ja dann auch keine Spielfilme drehen. Ansonsten ist dazu alles gesagt. Ich verabschiede mich jetzt von euch, wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade zu feiern treibt, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.